Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier auf der Marsch. Ich bin weiterhin mit dem Radzelt bei der Arbeit. Leider ist mir den Fußblähkurs abhandengekommen. Aufgrund des Umzugs auf meinem Rechner. Aber wir machen hier mal mit dem Helfer weiter. Das ist kein Problem. Autokurse sind nach wie vor vorhanden. Ist aber okay. So. Kurz gucken. Der spielt, na gut. Gehen wir hier die Flugzeit höher. Wieso hat er beendet? Geht doch. Gut. Ich starte trotzdem mal alle drei Treffer. Beziehungsweise drei in dem Fall nicht. Wir nehmen einen raus. Den zweiten roten. Einen roten jedenfalls. Wir starten mal unseren Outlife-Kurs. Wieso ich dafür nicht hinhaut? Da kann er das nicht sehen. Tracking, ja gut, wenn wir halt justieren nochmal. Alt 0. So. Starten. Gut. Dann macht Pause und wartet, einer voll ist. Ein paar Einstellungen. Mal wissen, was einstellen. So, das ist nicht optimal. Der kann ja durchfahren und ist dann fertig. Das ist okay. Das passt schon. Und nimm gleich einen zweiten. Schau mal. Nee, den werden wir nicht mal mehr fahren lassen. Beziehungsweise auf einem anderen Feld, also an der Ecke im Prinzip einfahren. Nur noch Lenkrad nehmen, ne? Also besser. Ja, so, euer Rechner, eure Leistung, eure Power. Und als Vorsicht ausgedrückt, ne? Muss ich mal schauen, wie es so ist. Eure Leistung. Ist halt immer schon zu behecken besser. Das ruckelt nicht mehr, also gar nicht mehr. Mehrere Tests muss ich eh noch durchführen. Also, ein anderer Programm im Hintergrund, FPS. Das habe ich noch nicht aktiviert hier mit den R2 und so. Aber das kommt auch noch mal einer am anderen, ne? Das kann ich voll in die Geschwindigkeit fahren. Dann muss ich noch 10, ne? So. Wieder wenn die Kurse weg sind, dann sind sie weg. Ne? Gut, so tragisch ist es auch nicht. Also nicht wegen Kursplay. Outlife bin ich schon mal gewesen. Da hätte ich mir zumindest die Kurse von Holger wieder laden können. Für die Straßen. Und alles andere. Und auch die Felder. Alles andere, was ich selbst habe, hätte ich dann nachmachen müssen. Gut. Haben wir nicht machen müssen. Der ist im Grunde jetzt voll. Passt. Und auch hier 10 km einstellen. So. Und alle anderen Outlife-Fahrer einstellen. Gut, alle fährt mal los. Passt. Ne? Na, das kommt haut hin. Kann am Traktor liegen, ne? Gut, Alt 0. Ja, Start. Eben auch ein paar neue Folgen für die Marsch. Hab ja hier aufgrund der Tatsache, dass ich ein bisschen was anderes machen möchte, schon die Thüringen fertig gemacht. Auch die Kettle und Kopf Folgen. Ist noch nicht perfekt, aber gut, mal. Da gab es ja auch ein Patch, ne, für sowas, ne? Ob das daran liegt, keine Ahnung. Das ist jetzt ungünstig.
ist der eigentlich gefahren für? Jo. Da müssen wir dem Bruder Platz machen, ne? Bruder ist gar nicht gern sehen, dass er da lang fährt. Wie hat man die Kurse nochmal alle mal hoch retten müssen? Genau das hat befürchtet. Der kommt da nicht durch, meines Wissens. Da werden wir gleich mal was machen müssen. Das heißt, rückwärts fahren. Und mal schauen, da was machen kann, ne? Ein Kurs daneben, normalerweise ist ja ein Kurs hier, ne? Muss ich mal gucken hier. Der fuhr ja im Prinzip den lang. Das heißt, ich konnte gar nicht ausweichen. Wir gucken mal, ob das jetzt auch so ist. Also praktisch hier nochmal ein Kurs. Gerade ausnimmt, ne? Wäre da auch sinnvoll. Bisschen anpassen. Dann ist er extrem. Hier vorne den Einbau so ein bisschen ungünstig. Dann müsste hier anfangen. Okay. Sollte es jetzt eigentlich keine Probleme geben, ne? Sollte. Und durch den Stall fahren ist ja Unsinn, ne? Auf Dauer jedenfalls. Mit einem kleinen Anhänger wird es vielleicht gehen, aber oben. Naja, wenn es sein, ne? Ach, hier den Feldweg wird man machen, ne? Oder den Winterbahn. Das ist nicht gut, das muss ich deaktivieren. Wir wissen normalerweise. Ich guck dir, ich hoffe, dass er mal die Folgen anguckt, ne? Aber er spielt auch ganz gerne selber alleine. Das ist ja verständlich. Aber er hat halt einen Geschmack. Da ist es. Ich mag es eher die großen Felder, ne? Und die großen Karten. Er ist eher ein Freund. Das Gemütlichen und das, ja, klein kann man nicht sagen, er macht ja alles selber, ne? Oder fast alles. Ich versuche hier zu delegieren, ne? Das geht ja hier nicht anders. So, überlegen, das war Flügen, Koppern. Die Helfer, ne? Die Helferin macht es auch ganz gut. Immer mal durchhalten. Dünger. Ich habe schon eine Woche ja nicht gespielt. Ja, eine Woche kann man sagen. Letzten Freitag gespielt. Die Marsch ebenfalls. Und daher habe ich schon ein bisschen. Na, für 540 brauchst du nicht fahren. Das Ding muss man verschieben. So zählt oder so nicht, aber. Was hat der gemacht? Der wollte verkaufen. Ich muss mal ein bisschen durchschalten. Ich brauche Diesel, weil hier ist Kies und Sand genug drin. Ja.
Ja, das ist noch ein bisschen. Guck mal so rein, ob hier wir entsprechend alle fahren. 1, 2, 3. Ja, die fahren alle. So. Dann gucke mal. Der ist gleich fertig hier. Sehe ich gerade so. Dann kann der fertig gemacht werden mit Feld Nummer 44. Füllen wir dort hier. Gute Zeit. Jo. Eine Folge Test. Ich wollte mal gucken. Ich müsste eigentlich einen zweiten Motor aktivieren, um zu sehen, wegen Temperatur. Ich habe vorher mal ganz kurz geschaut. 73 waren es gewesen. Also sowohl eins. Prozessor wohl auf Grafikkarte. Wohl. Jetzt muss ich sagen, ich spiele in voller Leistung. Ne? Also die FPS-Zahl ist ja, im höheren Bereich. Ne? Wo das hier mit bis 120 ein Quatsch ist. Liegt aber am Monitor. Das so ist. An sich nur 60. So. Dann können wir gleich die Ränder nacharbeiten. Das bietet sich an. Dann können wir dann sehen, dass wir da wetten kannst du hier nicht. Hier ist kein bisschen wetten. So. Ja. Normalerweise in der Hauskammer um 7 Uhr Badewanne um 20 Uhr wird dann gezockt. Das zum Abwinken normalerweise. Heute ist es ein anders, glaube ich. Ein bisschen was anderes zu tun gehabt. Würde ich eigentlich ganz gerne in Anführungszeichen nicht so gerne machen, ne? Bin ja berechnet. Aber er kommt halt Freitag, was soll ich tun? Da hatte ich auch noch ein Glück gehabt, der stand im Flur. Karton. Ich dachte erst, ich muss noch zur Dingsverhandlung. War schon. So ein Biller, so ein Shop da. Es wäre noch blöder gewesen, wenn ich am Freitag so ermutigt bin nach der Arbeit. Aber so ist ganz gut so. So, dann legen wir mal da oben noch. Ja, Rapsfelder und dann sind noch die ein Rübenfeld und drei Hopfen. Da oben ist nichts. Doch ein bisschen. Dann machen wir mit, wie schon da sind. Lohnt sich ja fast. Hier oben ist gut. Vielleicht nur 6 haben wir jetzt gehabt. Naja, gut. Reicht ja noch nicht, ne? So. Vorne noch ein bisschen. Versuchen wir unser Glück beim Grünen da. Oder genau mitten auf dem Feld. Ungefähr. Der ist voll, ne? Der ist voll. Da haben wir Pech.
Wieso kann da kein Weg zum Ziel sein? Mal gucken. Ist doch im Grunde ganz einfach, ne? Einfach nur fahren. Oh. Kann ich bewegen? So. Dann machen wir da unser Glück. Ansonsten müssen wir auf Feldenroh 44 so hinfahren. Wir können auch im LKW reinkippen, also wieder auf der Augenlab. Der hat keinen eingestellt. Wenn so groß im Ganzen mit aufgreifen, das klappt ganz gut. Aber super. Haben wir heute noch eine Folge. Oh, das ist müde. Ups. So, liebe Schauer, das soll es dann auch schon heute gewesen sein für die heutige Folge. Ich wünsche auch noch einen schönen Rest. Rest Montag schön und einen guten Wochenstart für die Woche. Ja, morgen geht es hier weiter. Dann geht der los mit dem Umzug. Erst fertig, Umzug nach und nach für Feldnummer 44. Und dann werden wir da entsprechend das hinkriegen. Dann haben wir einen schönen Tag noch und schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss.